Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Whistleblower Part 8. Wow, mit einem Zug geschafft, leck mir am Dundel. Okay. Ich war gerade an der Stelle, als ich hier in dem Turm angekommen bin und es sieht sehr cool aus. Die Szene erinnert mich gerade so ein bisschen an Alien, der Film. An Aliens 2, glaube ich, oder Alien 3. Ja, sieht auf jeden Fall voll cool aus. Auf jeden Fall, ich habe gerade einen Döner-Teller gegessen. Ich bin so voll, wenn irgendeine eklige Szene kommt, dann kotze ich hier alles voll. Okay, auf jeden Fall. Dann laufen wir doch einfach mal weiter, würde ich sagen. Sieht irgendwie gruselig aus. Ist der tot? Hallo? Das sieht irgendwie lebendig aus. Okay, der ist tot. Okay, ich bin gerade schon wieder leicht angespannt. Weil ich irgendwie gerade voll Schiss habe. Aber das ist ja nichts Neues in Outlast. Ich habe ja echt immer Schiss. Ich glaube, es geht sehr weit nach oben. Okay, dann begehe ich mich mal auf die Reise. Was war das für ein Geräusch? Wieso sehe ich hier gerade so wenig? Oh nee. Okay. So, die erste Treppe habe ich geschafft. Puh, das geht noch sehr weit nach oben, Leute. Da muss ich wohl rüberspringen. Das ist aber ein Weitersprung. Schaffe ich das? Ach du Scheiße. Okay. Für Narnia! Okay, ich hab's geschafft. Aber jetzt sehe ich hier schon wieder so wenig. Hallo? Hallo? Oh nee, ich trau mich nicht. Das sehe ich noch weniger. Wow, so sieht man mehr. Okay, nix wie hoch. Scheiß drauf. Yay. Okay, also wie ihr seht, es stürmt sehr stark draußen. Es regnet, oder nee? Oder? Ist es bloß hier drin? Nee, ich glaube, es regnet, Guide. Das ist bloß dieser blöde Turm. Ach, da geht's gar nicht mehr weiter hoch. Okay, da geht eine Leiter hoch. Dann gehen wir da mal hoch, würde ich sagen. Irgendwie bin ich so angespannt, weil ihr die ganze Zeit schreibt, dass da so eine Szene kommt, die wirklich brutal sein soll. Und da habe ich voll keinen Bock drauf auf die Szene. Okay. Wo soll ich lang? Einfach mal da lang. Oh, wieso ist... Oh. Ich glaube, ich halte es nicht aus. Ich bin psychisch klar am Ende, Leute. Da geht's sehr weit runter. Soll ich runterspringen? YOLO? Nee. Okay. Ich glaube, wenn da jetzt was kommt, dann springe ich da runter. Ich schwör's euch. Oh! Alter Schwede. Was für eine Aussicht. Okay, das sind sehr viele Berge. Also ich bin umzingelt von Bergen. Auf jeden Fall ist immer noch sehr neblig. Wow, okay. Da hängt einer. Da komme ich wohl nicht weiter. Was haben wir hier Schönes? Da brennt Licht. Okay, ich sehe hier gar nicht viel. Ja, okay, dann gehe ich einfach mal zurück. Haha, hallo? Hallo? Wow. Da geht's sehr weit runter. Ja, das habe ich schon mehrmals gesagt, aber das sieht man endlich mal was. Okay, eigentlich gar nichts, aber naja. Oh, ich habe gerade gedacht, da steht jemand. Das war bloß der Turm. Hallo? Ich habe immer so Schiss, dass da plötzlich jemand die Fenster einschlägt. Wisst ihr, was ich meine? Wow. Hä? Soll ich da jetzt rüberspringen?
What the fuck? Das schafft doch kein Mensch. Also ganz ehrlich. Ich meine, ich würde es als einziger schaffen, aber ich meine, die Person hier im Spiel doch nicht. Okay. Der Sprung meines Lebens. Ja. Oh. Oh, shit. Nein. Ich hab doch gesagt, niemand schafft den Sprung. Oh, what the fuck. Oh shit. Wo bin ich hier bloß gelandet? Oh shit. Das war doch so klar. Das war so klar. Scheiße. Wieso schafft ihr den Sprung auch nicht, weißt du? Jetzt, ich versteh's nicht. Okay, dann geh ich einfach mal da durch. Scheiß drauf. YOLO. Okay, ist schon mal nix. Das ist schon mal sehr gut. Aber wie komme ich hier weiter? Hä? okay. Ach so, einfach darüber oder wie? Nee, irgendwie nicht. Auf den Eimer, komm. Ich glaube, du stehst im Wald. Ich stehe im Wald. Ich wollte gerade sagen, er steht im Wald, aber ja, egal. Ich komme hier irgendwie nicht hoch, ich verstehe es nicht. Ach, vielleicht hier. Hä, muss ich jetzt wieder zurück, okay? Ach so, was haben wir hier? Ah. Es ist schon zu lange kein Jumpscare gekommen, Leute. Hallihallo. Oh, das sind mir zu viele Regale hier. Oh nee. Das war eine Frau. Das war eine Frauenstimme. Ganz klar, meine Damen und Herren. Das war ganz klar eine Frauenstimme. Und das wäre die erste Frau in Outlast. Deswegen mache ich mir da gerade ein bisschen Sorge. Oh nee. Ich habe gerade hinter mir Schritte gehört. Ich laufe jetzt einfach weiter, scheiß drauf. Oh nee. Hallo? Ich hasse den Scheiß. Ich glaube, ich sterb gleich. Lauf doch. Oh.
Okay. Die Anspannung ist gerade sehr hoch. Ich glaube, ich sterb gleich. Da ist eine Batterie. Hallo? Batterie, schnell! Yes! Batteries. Wo muss ich jetzt lang? Hä? Bin ich falsch gelaufen? Ich habe gerade so das Gefühl, ich war falsch. Oder ich bin falsch. Hier sieht man echt gar nichts. Okay, ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Was ist denn das hier auf dem Boden? Glassplitter. Okay. Oh nee. Was zum Henker war das? Alter Verwalter. Das war gerade richtig heftig. Oh, diese Stille. Diese pure Stille macht mich fertig. Oh Mann. Hallo? Ganz ruhig. Es wird alles gut. Es ist so lange schon nichts passiert. Das ist nicht normal. Das sieht voll cool aus, das Licht. Ich habe keine Batterie mehr. Ich bin so am Arsch. Hier sieht man wenigstens ein bisschen was. Ich laufe nur geduckt, sorry. Weil ich so Schiss hab. What the fuck? Hallo? Wow! Fuck. Wieder drinnen. Es ist fast so, als ich, ob ich, was ist das für ein Deutsch? Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen. Ja, irgendwie schon. Tote sind keine Überraschung mehr. Nee. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Ja, dann töt mich. Ich will mich umbringen. Los, ich habe keinen Bock mehr. Ist er tot? Ist es ein Mensch? Ah, fuck. Hallo? Ich habe keine Batterie mehr, Leute. Ich bin richtig gefickt, Alter. Ich bin im Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Ah! Oh, fuck. If they catch us, you give us to him. Was? The man downstairs. The man. Very bad. Ich seh nix. Hilfe. God. Oh God. Ah, ich seh nix. Wow! Kill him! What the fuck? This idiot wants to die.
Hey, ich seh nix! Ich bin am Arsch! What the fuck? Hallo? Ich brauche eine Batterie, bitte! Das ist keine Übung. Ich brauche eine fucking Batterie. Immerhin ist hier ein bisschen hell. Ich mag hell. Dann muss ich da rein, oder was? Ach, komm schon. Oh, ich sehe nichts. Ich hol's nicht mehr aus. Hallo? 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 But first, let me take a selfie. Du. Okay, ich hör auf. Wisst ihr, wie das brutal ist, wenn man nichts sieht? So kann man dieses Spiel nicht spielen. Wollte ich nur mal kurz so sagen. Alter. Was sind das für Geräusche? Wie komme ich da hin? Wie komme ich hier hin? Hallo? Ich sehe nix. Kann ich da rüber? Ah, fuck. Ja, ist irgendwie kacke, wenn man nichts sieht, Leute. Da sitzt man schon irgendwie in der Scheiße. Ah, Mann, Scheiße. Das kotzt mich jetzt gerade irgendwie an, dass ich keine Batterie mehr habe. Jetzt bin ich gerade so angespannt, dass ich kaum noch reden kann. Aber ich glaube, ich muss irgendwie zurück. Hä? Okay. Ich bin gerade irgendwie hängen geblieben. An der Scheißwand. Muss ich da lang vielleicht? Aber das sehe ich nichts. Oh. Oh nee. Kann ich da durch? Irgendwie komme ich nicht weiter, Leute. Ich habe keine Batterie mehr. Ich bin gefickt. Ich bin richtig am Arsch. Vielleicht bin ich hier auch einfach bloß falsch. Vielleicht muss ich einfach da weiter. So habe ich gerade irgendwie die Vermutung. Hallo? Hallo. Oh, da liegt was. Was steht da auf dem Boden? Lol. Sieht irgendwie aus wie Vogelscheiße. Ich hab keine Ahnung. Dokument. Komm zu Papa. Steh doch auf. Ich ja schwul.
Ah, nein! Ah. Nimm dieses Ding auf. Brav. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchlesen, Leute. Einfach Stopp drücken. Und dann beende ich den Part hier, Leute. Weil irgendwie komme ich gerade nicht weiter ohne Batterie. Vielleicht fange ich im nächsten Part nochmal ein bisschen weiter vorne an. Damit ich dann die Batterie ein bisschen sparen kann. Ich bin einfach zu langsam, so habe ich das Gefühl. Aber naja. Dann sag mal ciao und bis zu Part 9. Ciao.